Ab sofort kann das Stadtbad Salzgitter-Lebenstedt nach einer mehrjährigen Modernisierungsphase wieder voll genutzt werden. Geschäftsführer Walter Strauß von der Bäder Sport und Freizeit GmbH zeigt sich zufrieden. Der Umbau war veranschlagt mit 13,2 Millionen. Wir haben für den ersten Bauabschnitt 9 Millionen veranschlagt gehabt und damit sind wir auch hingekommen. Der zweite Bauabschnitt war mit den 4,2 Millionen Euro nicht mehr zu realisieren, sodass wir jetzt bei 4,7 Millionen Euro gelandet sind. Ich denke, immer noch eine vertretbare Zahl von 500.000 Euro, die wir über dem eigentlichen Ansatz liegen. Aber ich denke, mit 13,7 Millionen haben wir hier ein tolles Schwimmbad hinbekommen. Das Badevergnügen für die ganze Familie ist garantiert. Weitere Infos finden Sie unter www.stadtbad-lebenstedt.de. Der Fachdienst Kinder, Jugend und Familie kann sich über eine Auszeichnung freuen. Im Namen des Bundesministeriums für Umwelt hat die Geschäftsstelle des Bundesamtes für Naturschutz, UN-Dekade, biologische Vielfalt, einen Preis nach Salzgitter vergeben. Das Projekt Naturerleben für Eltern und Kinder wurde aufgrund seines Vorbildcharakters ausgezeichnet. Es soll das Umweltbewusstsein von Salzgitters Familien fördern. Im Oktober fand die Verleihung der Salzgitter-Briefe statt. Stadtrat Dr. Dirk Herdrich überreichte 16 Ehrenamtlichen ihre Auszeichnungen im Pferdestall in Geppertshagen. Der Salzgitter-Brief ist eine Ehrung für Menschen, die sich über lange Zeit ehrenamtlich in sozialen, kulturellen und gesundheitlichen Bereichen der Seniorenarbeit engagieren. Vielen Dank dafür!